So, und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Train Simulator 4 mit der Baureihe 218 in Hamburg unterwegs. Wir fahren von Lübeck nach Travemünde Strand. Genau, blablabla, Lokomotive aufrüsten. Alles ganz schnell hier. Sonderburger gemacht. So. Jetzt sehen wir die Türen auf. Haben wir auch ein Zuglichter. So, jetzt haben wir es aufgerüstet in dieser Bude. Die lösen wir noch, die lösen wir gleich auf 2. Und joa. So, das ja alles an sich passen. Schönes Fahrrad. So. Oh, das sieht sehr schmackofatz aus. Sichtfeld. Oh, noch ein Stückchen weit nach hinten. So. So. Oh, wie weit können wir denn eigentlich bitte ranzoomen? So, das sieht ja schon ganz gut aus. Thumbnail. So. Genau, wie gesagt, die 218 ist vor kurzem auf dem Ort, wo es erschien. Genau. Ich hoffe mal, dass dafür noch ein Sound-Update kommt. Wäre ganz cool, weil die fällt ganz schön im Stand. Das ist aber im Endeffekt echt nicht so. Bei der Doppeltraktion, wenn man den Güterzug fährt, pfeift die nicht im Stand. Sondern dann hört sich eigentlich an wie in echt. Tatsächlich. Ja. Aber naja. Ist es jetzt hier eigentlich. Ach, Entschuldigung. Wir fahren von Hamburg nach Lübeck. Genau. So. Genau, noch mal Oldesloe fahren wir. Ja, ich hoffe, das ist nicht so laut, aber eigentlich sollte es ja passen. Fahren das Szenario früher Vogel, was hier mitgeliefert worden ist.
hoffe, das ist nicht zu dunkel fürs Video, aber eigentlich sollte es ja auch noch gut sein. So eine schöne Sonnenblende. Ansonsten lässt sich der Zug tatsächlich relativ einfach fahren, die 218. Von der Bedienung her. Ja, Top-Fahrzeug. Kann man nichts gegen zu sagen. Genau. Ein bisschen mehr Power könnte sie haben. Ansonsten top. Okay. Gut. Frei. Auf der Strecke fahren wir auch bis zu 140 km/h. Naja, irgendwie sowas. Ja, dann kommt morgen oder übermorgen. Nee, Quatsch, ich mache jetzt gerade das Video. Heute ist ja noch Montagabend. Wir haben es gerade, wie spät? 23.24 Uhr. Das Video wird morgen erscheinen. Dienstag. Gut, ihr seht das Video dann ja dann. IC-Steuerwagen. Der rauskam. Fahren wir. Oder kommt das Video Mittwoch? Und die 101 neue, die dazu erschienen ist, kommt Donnerstag oder Freitag. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall die drei Videos kommen die Woche jetzt. Das hier, dann nochmal eins und dann nochmal eins. Genau. Und dann haben wir das. Mit neuem Content. Das heißt, drei Videos diese Woche. Habt ihr ein bisschen was zu gucken wieder. Und OMSI folgt. Demnächst auch bald wieder, muss ich mal schauen, was haben wir als nächstes fahren. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob Lana oder so oder mal was anderes. Ja. Oh, hier fahren wir durch. Also mit dem BANDFZ-Steuerwagen. Ja, dann zieht die ein bisschen besser als mit, dass du hier voll. Puh, quält sich doch ganz schön dolle. Alle können 20 fahren. Alles klar. Feuer frei.
Ah ja, rechts schöne Absteuerlage. Oh, Hamburg ist auch geil, ja. Seit TSW 2 gibt es ja dieses Add-on-Map, wie auch immer. Hamburg und Lübeck ist schon echt sehr, sehr schön geworden. Sehr cool auf jeden Fall. Vor allem mit Bahnhof Bad Oldesloe. Richtig geil. Auf der Nittertalbahn, Quatsch, auf der Maintalbahn kann man den Zug auch planmäßig im Fahrplan fahren und das muss man sagen, ist echt cool. Vor allem ist man auch eigentlich immer top pünktlich. Das war ja meine 6:42, an sich eigentlich nicht so wirklich. Schön die Lok, also die dauert, boah, die braucht ganz schön lange, bis auf 140 ist, ja. Das kenne ich also Realität ein bisschen anders. Aber naja, wollen ja mal nicht meckern. Können ja dennoch froh sein, dass die Lok, ja, dass das Wetter da ist. Ja, zum Thema IC-Steuerwagen und 101 Export Wetter. Ja, muss ich sagen, 35,99 ist schon sehr, sehr happig teuer, ja, wenn man sich überlegt. Sich überlegt, man bekommt eigentlich für das Geld eine Strecke. Ja, muss man nichts zu sagen. Ja, es ist schön, dass es wieder da ist, aber das rechtfertigt definitiv nicht den Preis in meinen Augen. Ja, weiß ich nicht. Und dass da, sag ich mal, Führerstand und Steuerwagen da jetzt da ist und die Lok 101 gut kannten wir schon, aber. Klar hat jetzt viel mehr Funktionen. Aber darauf gehen wir im nächsten Video ein. Vielleicht mache ich auch bei 101, wie gesagt, ein Fahrvideo wie jetzt auch gerade. Und dann gehe ich nochmal drauf ein, was die Lok jetzt oder die Vergleiche sind. Ja, sowas wird das dann, genau, was die 101 Export Edition da, oder die Test Edition Add-on, was dann neu kam, was die jetzt besser können, was da mehr ist. Was Neues vor allem. Ja, mal schauen. Genau.
schon in unserer Tabelle oben mit 3,1 Kilometern. Kurz nur 30, dann wieder 140. Ah ja. Sehr interessant. Wird schon seine Begründung haben. Das ist ja kurz mal. Alter, dieses Szenario geht halt auch ernsthaft. Eine Stunde, ey. Ja. Warte. Ja, Bad Oldesloe, genau. Ja, wir fahren bis Bad Oldesloe und dann reicht das auch für ein Let's Play, weil, ey. Bis nach Lübeck, das ist ja schon. Zornig. Wie gesagt, hier dieses Locket mit 15,99. Völlig gerechtfertigt, völlig top. Kann ich nichts zu. Also, muss ich sagen, ist top, der Preis. Ja, seitdem ist ja auch Geld verdient. Ich was bediene, aber Teil. Verstehe ich auch nicht so ganz. Oh. Wenn der wenigstens der Bildschirm da wäre, das würde schon völlig reichen, aber nein. Kannst du ja auch nicht machen. Was ist das? Zugkürzung, alles klar. Oh Mann, da steht ja echt alles in diesem Display drin. Aber wenn das intensiver hat, hätte ich jetzt sicher. Es gibt auch, was sagt ihr so mit Tippe der Headset? Und jetzt haben wir alles auf Kompressor. Zu gut euch, du, oder? Ich bediene mal nicht mit. Aha. Sind wir auch nicht. Zu schnell. Oh. Muss eine Leistung rausnehmen, ja. So, noch 13 Kilometer, sind wir in Bad Oldesloe angekommen. Genau. 90. Noch schnell runterbremsen, ey, shit. Ah, es wird nicht so der Zwangsbremse, glaube ich. Dass er eigentlich auf 1000 Hertz Magnet kam, wenn es eine Zigarrenkündigung ist, das ist eigentlich nicht ganz so richtig. Bin ich der Meinung. Aber naja. Auch schon am Bahnhof hier.
könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dieser Lok haltet. Oder Addon. Wie es euch gefällt. Ja, wäre mal interessant zu wissen, ob es vielleicht demnächst einen Soundboot gibt. Im Realism Forum. Wäre auch ganz cool. Ich meine, an sich ist ja der Sound schon echt. Ist relativ in Ordnung. Sag ich mal, aber anstatt, dass sich das so komisch aufpfeift, ist ja eigentlich nicht normal. Aber wäre mal interessant, ob dann demnächst was kommt. Ich gehe mal von aus, ja. Genau. So Regen jetzt wäre auch eine feine Sache, ja. Wäre auch ganz cool. Also im Spiel meine ich natürlich, ne? So, noch 8 Kilometer, haben wir's. Schade eigentlich, dass es, dass wir jetzt 18 nicht auf der Niddertalbahn fahren können. Also kann man. Aber dass da kein Fahrplanmodus drin ist, das wäre eigentlich ganz cool gewesen. Ich hätte das gefühlt. Aber naja. So ist das. Müsste ich vielleicht auch mal ein Szenario gucken. Im Creators Club. Ob es da vielleicht schon was gibt. Aus manchmal die Tage nur. Oh, bleiben wir mal so von der Geschwindigkeit. Sollte ja passen.
So. Da sind wir an unserem Bahnhof angelangt. Ja, würde ich sagen, wenn ich das jetzt per gefallen hat, lasst gerade aber uns noch eine. Dem anderen Bahn. Ja, cool. Ja, wie gesagt, wenn ich das jetzt per gefallen hat, lasst gerade ein Abo da. Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.